Hallo, hier ist Defi.jetzt, Thor Alexander und Ralf Knoblauch. Und wir haben heute den Detlef zu Gast. Und Thema heute ist Steemit, Hive und Historie. Aber ich war faul und habe halt nur Hive und Historie als Überschrift gewählt. Und Detlef, gleich mal die erste Frage an dich. Stell dir vor, du bekommst 1000 Euro von uns. Und in was investierst du die 1000 Euro? In Bitcoin, Ethereum oder Steam-Dollar oder Hive-Dollar oder was auch immer? Ich würde mit dem heutigen Status so einen Mix aus BCH und Hive machen. Hive, weil ich da einfach lange dran bin, und BCH, weil das momentan so rockt. Natürlich habe ich genug auch Interesse an ETH und BTC, aber da muss man halt immer gucken, wie man verteilt. Für die Leute, die nicht wissen, was BCH ist, weil wir haben ja auch Leute drin, die noch nicht in Krypto investiert sind. Das ist Bitcoin Cash. Der kleine Bruder, der meint, momentan ganz groß werden zu wollen, ist aber ein ganz anderes Thema. Detlef, sag mal ein bisschen was zu dir, was du so machst. Ja, ich bin halt auf der Blockchain unterwegs, eigentlich eher aus der Content-Ecke kommen. Ich habe viele Wurzeln im Social Media. Es gab vor den Blockchain-Zeiten ganz andere Netzwerke, wo man sich mit Content ausgetauscht hat, und weil diese halt alle immer nichts in meine Tasche gezahlt haben, außer Lob und Ehre, bin ich irgendwann auf die Blockchain-Netzwerke gekommen, die für guten Content dann halt auch ein paar Währungseinheiten hergeben. Ansonsten bin ich Sprecher, Buchautor, Moderator, Unternehmer und vieles andere. Welche Bücher hast du veröffentlicht? So 6, 8 Stück von den dickeren und 10, 15 von den kleineren. Ich rede viel über das Thema neues Arbeiten. Durch die aktuelle Corona-Situation in vielerlei Köpfe helfe da Unternehmen, den Weg Richtung eines anderes Arbeitens zu verstehen. Und vor 10 Jahren bereits habe ich einiges über Spracherkennung, Sprachtechnologie und ähnliche Themen in der Automatisierung des Kundendialogs geschrieben. Anderes Arbeiten, wie passt da anderes Geld mit rein? Wer wie ich an vielen Stellen als Vordenker unterwegs ist, den Leuten neue Wege aufzeigt, der beschäftigt sich dann natürlich auch unweigerlich mit Blockchain und den Folgen und Möglichkeiten davon. Und da ist natürlich anderes Geld ein Thema, aber auch ganz andere Arbeitsprozesse, ganz andere Ablaufprozesse in der Dokumentation, wo man Blockchain genauso gut nutzen kann. Daher interessiert mich das immer schon seit Jahren. Ich habe Spaß an dem Thema und habe für mich auch immer den Anspruch, ich will so bis zum gewissen Level das hinter den Kulissen verstehen. Nicht in jeder Blockchain, aber in denen ich mich rumtreibe oder die mich interessieren. So, Ralf, jetzt darfst du auch endlich mal zu Wort kommen. Ja, wenn du sagst, Spracherkennung geschrieben, hast du dann die Spracherkennung von der Software her geschrieben oder die Spracherkennung beschrieben in deinen Büchern? Sowohl als auch. Ich hatte in den 90er Jahren ein Unternehmen, was mit Spracherkennung schon damals auf MS-DOS, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, Dialogsysteme gebaut hat, wo ich anrufe, gesagt habe, ich möchte irgendwas haben, und da wurde Spracherkennung und Sprachsynthese technologisch verwendet. Und nachdem ich das 10 Jahre gemacht habe, war es an der Zeit, mal darüber ein erklärendes Buch zu schreiben. 3 sind es geworden dann, die in der Voice Compass-Reihe einfach aufzeigen, was kann ich denn mit der coolen Technik machen, wenn ich sie sinnvoll einsetze und nicht als Kundenabwehrsystem, wie es viele halt gemacht haben. Ja, das stimmt. Also, um deine Frage zu beantworten, auf der einen Seite verstehen, was kann ich damit machen, aber in den Büchern erkläre ich auch die Hintergründe von Mustererkennung und all den Dingen, die technologisch dahinter liegen, aber auf dem kürzeren Teil. Das sind jetzt keine Techie-Werke, sondern alles Bücher, wo ich versuche, aus meiner Rolle desjenigen, der die Technologie dazu nutzt, um was Besseres draus zu machen, aufzuzeigen, wie das gehen könnte. Und ist aus dieser Zeit des Wissens, dass vielleicht selbst Systeme bauen, programmieren, heute noch was mit rüber gerettet worden zu den Blockchains? Ja, natürlich. Also wir
helfen momentan oder ich helfe verschiedenen Startups oder anderen natürlich aktuelle Systeme zu ersinnen und zu erdenken. Und da ist die Einfachheit der Bedienung immer im Vordergrund. Und Sprache ist halt einfach schneller als Tippen. Und das passt auch in jede bessere App in irgendeiner Art und Weise rein. Das ist nur viel, viel einfacher geworden. Wenn du heute eine E-Mail schreibst, so kannst du sie genauso diktieren. Wenn du einen Brief schreibst, je nachdem, was du für eine Software einsetzt, bei Apple zweimal auf die Steuerungstaste gedrückt oder Shift-Taste und dann geht die Diktierfunktion los. Macht es einfach einfacher. Na gut. Und du bist ja nur in den sozialen Netzwerken sozusagen, sagst du, früher unterwegs gewesen. Und bei uns geht es ja heute um Steemit. Wie ist denn das Ganze überhaupt entstanden und was ist Steemit eigentlich? Also Steemit als ein Social-Media-Netzwerk auf Blockchain wurde irgendwann mal von dem Dan Larimer mit auf den Weg gebracht. Den kennt man vielleicht aus den Sachen, die er dann später auch bei EOS und bei anderen Sachen gemacht hat. Und hatte von Anfang an das Ziel, mit einer Funktion Proof of Stake halt keine riesigen Energieberge zu fressen, wie einige Kritiker heutzutage Richtung Bitcoin und anderen Sachen rufen, sondern sollte die oder ist auch die Social-Media-Austausch-Plattform, die ihm unzensiert dort halt Content erlaubt und hat sich dazu entwickelt, um dort halt, ja, ähnlich wie auf anderen Social-Media-Netzwerken Menschen zu versammeln weltweit, die über bestimmte Dinge in bestimmten Communities reden, diskutieren und für ihren Content halt auch einen Wert kriegen. Den Like, den du in einem anderen Netzwerk einfach verschenkst, der hat hier einen Wert und dadurch, dass du einen Artikel likest, einen Kommentar likest, kriegst du was dafür, nämlich dementsprechende Kryptowährung. Ja, und da ist bei einigen, die gut schreiben können, schon das eine oder andere zusammengekommen. Und das kannst du dann entweder auszahlen oder behalten und damit deinen Wert deines Likes bei anderen vergrößern. Soll heißen, ja? Bevor man Werte austauscht, müssen ja irgendwie erstmal Werte reinkommen. Also eine Wertigkeit mit irgendwas ongeboardet, auch Wertigkeit, nicht nur Nutzer müssen ongeboardet werden. Wie erfolgt denn das? Oder aus welcher, naja, Gemeinschaft oder welcher Gemeinschaftssinn steckt da dahinter? Bei Steam und bei Hive, wo wir gleich drüber sprechen werden, steckt eigentlich die weltweite Gemeinschaft dahinter, die gerne unzensiert ihre Inhalte auf den Weg bringen möchte. Natürlich gibt es einige Witnesses dann, die dadurch, dass sie Rechner laufen haben, Belohnungen bekommen und die neuen Token, die dadurch generiert werden, werden dann halt nach einem sich öfters mal ändernden Schema auf die Witnesses, die das System betreuen und die User verteilt, um damit diesen Wert halt darzustellen. Also die beliebte Frage, wo kommt das Geld eigentlich her? Okay. Und Steemit, also ist, was ist denn da so die technologische Basis? Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Die technologische Basis von der Blockchain dahinter, von dem System an sich, was interessiert dich da? Ja, von dem System und der Blockchain, also an sich ist es irgendein abgewandelter, was weiß ich, Ethereum, ist das eine eigene Blockchain oder? Nein, das ist eine eigene, das ist eine eigene Blockchain mit eigenen Nodes, die über Jahre entwickelt wurde, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es gibt regelmäßige Updates auf die Blockchain. Die Entwickler dahinter, die das machen, werden halt auch mit den Token der Blockchain bezahlt. Da hat sich halt wirklich eine immer größer werdende weltweite Community gefunden, die kontinuierlich wächst. Wie gesagt, komplett eigene Blockchain und daher auch nicht direkt in der Form wie andere Social-Media-Systeme angreifbar. Aber da kommen wir gleich noch zu. Dann können wir gleich mal dazu kommen. Mach vielleicht mal ein paar Beispiele für die, die sich jetzt überhaupt nicht vorstellen können.
Beschreib halt mal, was man so oder was du vielleicht auf Steemit gemacht hast. Also das Übliche, was Menschen in Social Media machen. Sie schreiben über ihr Essen, sie schreiben über Reisen, sie schreiben über Dinge aus dem üblichen Leben und weniger diese Ein-Bild-Kommentare oder Ein-Satz-Kommentare, wie du sie auf Kurznachrichtendiensten wie vielleicht Twitter hast. Also es gibt eine riesige Community über Reiseberichte. Es gibt eine große Krypto-Community, wo über alle möglichen Dinge in der Kryptowelt natürlich diskutiert wird. Es gibt aber auch Communities über Essen, über Sport, über Musik, über alle möglichen Dinge. Und ich, das werde ich zum Ende gerne noch ein bisschen ausführen, habe vor knapp 4 Jahren dann auch mal eine Community zum Thema Bier ins Leben gerufen, ganz ohne großes Ziel, weil man macht in Social Media am besten das, was man gern macht. Und da werde ich gerne zum Ende noch mal ein bisschen was ausführen. Ja? Aber du findest all das, was du auch auf anderen Communities findest. Es gibt Do-it-yourself-Bereiche, es gibt eine große deutsche Community auch bei Hive, wo wir gleich hinkommen werden. Da findest du alle möglichen Leute. Ich war eben gerade noch in einem Hive-Meetup in Wien mit zugegen und habe mit den Leuten gerade da gesprochen, gerade auch noch einen Post dazu gemacht. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Historie gleich noch so ein bisschen aufräumen. Das heißt, im Prinzip, ich veröffentliche dort einen Artikel, was auch immer in dem Artikel drin ist, ein Video, ein Bild, ein längerer Text, ein Essay oder was auch immer. Und dieser Artikel wird in die Steemit oder Hive-Blockchain reingeschrieben. Wir sind jetzt noch bei Steemit. Und dann gibt es ja entsprechende Blockchain-Browser. Also sind, sagen wir mal, Browser, die dann mir eine Webseite ausgeben. Und quasi das, was in der Blockchain drinne steht, wird dann per Webseite wieder ausgespielt. Richtig? Ja, aber viel, viel untechnischer, als du es gerade beschreibst. Es ist vielmehr so, dass die Leute auf eine Webseite gehen und dort ihren Content schreiben mit ihren eigenen Bildern und mit ihrer eigenen Story. Und je nachdem, wie gut das ist, sagen andere, das gefällt mir oder es gefällt mir nicht, wenn es Plagiat ist. Und dadurch erzielst du einen Wert, der nach 7 Tagen an dich ausgezahlt wird. Das heißt, ich habe 7 Tage, ich meine, ich habe ja selber auch Steemit genutzt. Das heißt, ich habe 7 Tage Zeit, noch Korrekturen am Artikel vorzunehmen, falls ich irgendwelche falschen Informationen veröffentlicht habe, falls ich Schreibfehler drin habe, falls sich irgendwas geändert hat, kann ich das noch korrigieren. Und danach ist es halt in Stein gemeißelt in der Blockchain. Genau. So, allerdings, was ich festgestellt habe, diese Browser, diese Blockchain-Browser, interpretieren natürlich auch diese Datensätze aus der Steemit oder Hive-Blockchain und unterdrücken die eine oder andere. Und dadurch, dass ich aber verschiedene Browser habe oder auch direkt in die Blockchain reingucken kann, sind die Inhalte immer noch da oder ich sehe sie dann halt mit dem anderen Browser, wenn ich sie mit dem einen nicht sehe. Da müssen wir jetzt so ein bisschen in die Historie gucken und wo wir heute sind. Also deine Erfahrung, weiß ich aus unseren Vorgesprächen, liegen halt auch schon ein bisschen zurück. Und da haben sich natürlich immer mehr Browser aufgetan, die das schöner anzeigen als der andere, der bisher da war. Aber unterdrücken ist da vielleicht nicht der richtige Ausdruck, weil das wäre für mich Zensur. Es gibt natürlich Browser für bestimmte Communities oder bestimmte Richtungen, die zeigen dann halt diesen Community-Stream an. Aber in der Regel, wenn du heutzutage auf einen PeakD auf die Plattform gehst und da dich über die Hive-Blockchain bewegst oder auf die Steemit.com, dann siehst du da alle Posts, die halt da sind, je nachdem, in welcher Community du dich bewegst, wo du genau hinguckst, weil sonst ist es einfach viel zu viel. Das ist aber auch ganz normal, weil das ist ja auch bei jedem anderen Social Media Network da. Ich habe damals mit Google Plus angefangen, als das gerade aufkam, bevor die Plattform gestartet war, war ich schon drauf und freute mich und hatte dann irgendwann auch da meine 25.000 Leutchen, mit denen ich da mich ausgetauscht habe. Und da haben wir halt ganz viele Artikel verfasst, aber nur ein bisschen Google-Liebe dafür gekriegt. Ist auch was wert, aber halt was anderes als ein paar Token. Okay,
Wie viel Nutzer, kannst du mal so ein paar quantitative Zahlen zu Steemit sagen? Ich versuchte gerade, weil du die Frage vorhin schon mal in die Runde geworfen hast, hier in den Statistiken einen Blick zu werfen. Ich sehe hier, dass aktuell, ich meine, pro Tag um die 500 neue Accounts hinzukommen, und versuche gerade hier mal ein paar aktuelle Zahlen zu sehen. Die werden aber meistens nur per Votes angegeben, also 20.000 Posts pro Tag auf Hive und darauf mindestens 250.000 Positiv-Votes. Und die Tendenz dazu ist stark wachsend oder konstant wachsend, besser gesagt, weil immer mehr Menschen momentan sehen, dass sie gern ihren Content irgendwo loswerden möchten, ohne dass er direkt zensiert wird, solange er sich natürlich im Rahmen des Erlaubten bewegt. Und wer oder wie wird der ganze Betrieb, du brauchst das Server, Speicher, Netzwerk, Netzwerkübertragungskapazität, woraus finanziert sich das Ganze? Das wird dadurch zur Verfügung gestellt, dass die Node-Provider halt für das Laufenlassen einer Node einen gewissen Anteil an Tokens erhalten, den sie dann dazu aufwenden können, damit die Server zu bezahlen oder was auch immer damit zu machen. Aber wir sind noch bei Steemit, Detlef. Das ist das gleiche System. Da ist halt einfach das gleiche Verfahren dahinter. Du betreibst einen Rechner, der kostet dich vielleicht 50, 100 Euro im Monat, lässt da die Not drauf laufen, muss sich ein bisschen drum kümmern und verdienst damit ein bisschen was. Aber bei Steemit gab es ja, glaube ich, eine Gruppe von Leuten oder einer und noch ein paar dazu, die das System ins Leben gerufen haben. Ich glaube, Steemit.com, die Webseite haben die auch betrieben. Und ja, genau, da war der Dan Larimer dahinter, der das mit ins Leben gerufen hat, der auch den Code ersonnen hat. Der hat das mal initiiert. Das ist aber jetzt schon 6, 7 Jahre her. Und die hatten aber auch finanzielle Mittel. Das mag sein. Die haben halt auch mal versucht, ein paar Anteile zu verkaufen an dem Unternehmen. Da stand halt noch ein Unternehmen dahinter haben damit halt das Ganze ins Leben gebracht. Aber auch zu der Zeit haben die Menschen, die weltweit einen Rechner betrieben haben, der als Node funktioniert hat, von denen kein Geld erhalten, sondern nur daran partizipiert, dass ihre Node halt läuft und sie dafür dementsprechend Token zurückbekommen haben. Und das ist heute immer noch so, ja, dass die Leute ihre Nodes damit Rechner-Speicherkapazität von sich aus kostenfrei bereitstellen. Ja? Genau, das ist heute genauso. Und gibt es, wenn man jetzt Notbetreiber, also ich bin ja auch ein altruistischer Mensch vielleicht manchmal, dass ich dort auch sage, ach, das gefällt mir, ich will da meinen Beitrag leisten. Wenn ich da auch eine Node oder ein Stück PC mit Storage-Kraft und Netzwerkkraft und CPU-Kraft bereitstellen würde, gibt es da irgendwo eine Beschreibung, was eine Mindestvoraussetzung technischer Art ist, um Node-Betreiber oder zu werden? Ja, natürlich. Bin ich aber vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich weiß aber, da das Ganze dahinter komplett Open Source ist, dass du dann einfach zu GitHub gehst, dir die passenden Sachen da anschaust. Da steht dann genau drin, was du brauchst, was für eine CPU, meistens eine anständige Menge an Speicher und eine normale Festplatte da drin. Und dann sollte das Ding halt 24 Stunden am Tag laufen können. Und dann hast du deine Node ins Leben gerufen. So schwierig kann es nicht sein, weil es gibt mittlerweile einige hundert davon, die das machen. Natürlich ist es aber immer nur so, dass die am besten Laufenden davon am meisten verdienen und die anderen es entweder idealistisch machen oder irgendwann hoffen, dass sie in die Top 20 oder Top 50 aufsteigen können. Ja, verdienen, gut, aber wo kommt denn das ganze Geld her? Das habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden. Das Geld in der Form halt Token,
wird halt durch die durch das Betreiben der Nodes und so weiter nicht generiert, sondern dadurch sind die Token einfach mit im Umlauf und werden ja dort bestätigt. Die Blöcke werden geschrieben und dadurch, dass die Blöcke geschrieben werden, kriegt derjenige Node, der die Blöcke mitschreibt und bestätigt, halt sein Geld. Das ist nicht viel. Also das ist nicht so, dass du da das vergleichen kannst, wie wenn du jetzt einen Ethereum oder einen Bitcoin-Miner laufen lässt, wo die Leute ja dementsprechend was verdienen. Hier reden wir davon, dass der seine Kosten reinkriegt. Ja, aber trotzdem auch das Kosten reinkriegen. Das heißt, die Token, die müssen ja irgendwie einen Äquivalenzwert aus dem, was heute gilt, Zahlungsmittel bekommen, damit wenigstens die Stromkosten oder vielleicht... Ja, natürlich, aber das ist ja... Wo kommt denn dieses Geld her? Wie bei jeder Blockchain haben die einen Wert, der auf den Börsen gehandelt wird. Und der schwankt natürlich hoch und runter. Und je nachdem, was du da verkaufen möchtest oder einnehmen kannst, siehst du dann halt, was du an Währung für deine Token kriegst. Also ganz normal auf den, ich sag mal, 20 bekanntesten Börsen wirst du Steemit und Hive und andere Sachen als Token finden und kannst das dann dort gegen Währung eintauschen. Davor, das wissen wir, das ist wie bei vielen anderen Blockchains oder neuen Games oder was auch immer, spielt viel Idealismus oder Wunschdenken eine Rolle. Das heißt, man braucht ja dann irgendeine Nachfrage, irgendeine Notwendigkeit, diesen Token haben zu wollen, um den dann für irgendwas nutzen zu können. Ja, das ist doch aber wie bei jedem anderen Token auch, nur dass du hier halt die Social-Media-Funktionen hinten dran hast und dadurch durch gute Beiträge halt auch noch mehr Token bekommen kannst. Soweit ich die mit verstanden habe, ist, wenn du einen Beitrag veröffentlichst und andere den liken, bekommst du Token und der andere für sein Like bekommt dann auch nochmal ein bisschen einen Anteil. Genau. Und diese Token werden neu kreiert durch diesen Like. Die werden durch diesen Like kreiert, beziehungsweise du gibst den Wert da drauf und dadurch, dass das halt dann in der Chain bestätigt wird, dass die Witnesses die Blöcke mitschreiben, hast du halt deinen Wert damit irgendwann erhalten. Wie gesagt, nach 7 Tagen ist erst Auszahlung. Ja, aber nagelt mich da bitte nicht fest. Ich bin mehr der Content-Heini und nicht der hinter den Kulissen Blockchain-Programmierer. Ja, aber offensichtlich ist es ja, oder scheint es ja so zu sein, dass es zum Selbsterhalt mindestens der Technologiebasis und vielleicht auch der Content-Zulieferer ausreichend ist, dass es genug Idealisten gibt, die da bereit sind, ich sag mal, herkömmliches Einkommen, Fiat-Geld oder was auch immer, Besitz als Value zu transferieren. Ja, einmal das. Ich meine, das Thema freie Meinungsäußerung ist ja heutzutage immer wichtiger. Allein dadurch hast du einiges an Idealisten. Es gibt mittlerweile viele Apps, die obendrauf auf dieser Welt funktionieren, die dann halt entweder Video oder andere Dienste mit zur Verfügung stellen. Und das Wichtigste vielleicht auch dabei, Steemit ist transaktionskostenfrei. Das heißt, wenn ich dem Tor jetzt einen Steem transferiere, entstehen dabei nicht wie bei vielen anderen Chains Transaktionskosten, sondern wenn ich ein Steem schicke oder ein Hive schicke, kommt auch ein Hive an und bei mir geht auch ein Hive aus dem Konto raus. Damit lassen sich natürlich auch interessante Micropayment-Lösungen oder ähnliches denken, weil du halt, ich nenne es gerne, keine Reibungsverluste hast. Wenn du momentan mit Ethereum irgendwo bezahlen möchtest, weißt du genau, wie viel Euro von deinem Transfer irgendwie weggehen oder wie viel Token da weggehen. Bei Steemit war es ja so gewesen, da gab es 3 Währungen. Es gab Steem Dollar, Steem Power und Steem. Genau. Steem, kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Steem ist deine liquide Währung, die du quasi in deiner Wallet hast. Und da das ganze System ja mit dem Proof of Stake funktioniert, gehst du hin und nimmst liquides Steem und machst da Steem Power draus. Und damit steigerst du deinen Wert
mit dem du die Beiträge von anderen Menschen voten kannst. Wenn du einen gewissen Wert hinterlegt hast, ist der Wert, den du dann auf einen Post von jemandem anderen geben kannst, dementsprechend höher. Und die Steam Dollar waren eine oder sind eine weitere Währung, die dir zur Verfügung steht, die du halt auch zur Transaktion mit Börsen oder anderen Sachen nehmen kannst. Aber Steam wie auch Steam Dollar sind beide frei handelbar und auf vielen Börsen auch verfügbar. Und der Steam Dollar hat ja mal die Idee gehabt, einen Dollar Wert zu haben. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts, ich glaube mit dem Johannes hatten wir das Thema von Adpar, dass es, oder es war im Rückblick, ein Rückblick mit Quartalsrückblick mit CoinGecko, dass es verschiedene Arten von Stablecoins gibt. Es gibt arithmetische Stablecoins, es gibt Stablecoins mit hinterlegtem Pfand oder Kollateral, sagen immer die Leute mit Anglizismen. Und dann gibt es halt, wie ich sage, so IOU-Stablecoins. Ich verspreche dir mal, dass das Ding einen Wert, einen Dollar Wert hat, aber garantieren kann ich das nicht. So, und der Steam-Dollar war ja so ein Ding, was einen Wert, einen Dollar Wert haben sollte, aber mal drüber und aber häufig weit drunter war. Ja, da gab es ganz unterschiedliche Zeiten. Der war auch mal auf 16 Dollar hoch und dann wieder auf 0,1 Dollar runter. Und das wurde dann halt immer von der Community oder von dem jeweiligen Algorithmus, der gerade für das Ganze durch die Community beschrieben wurde, ja, variiert. Also von den Token, die generiert werden, werden dann einige auch in die Stabilität des jeweiligen Dollars reingerechnet oder zur Verfügung gestellt, damit der ausgependelt werden kann. Ist immer wie bei jedem Token eine super schwierige Sache, aber da habt ihr vermutlich an anderen Stellen auch schon drüber gesprochen. Okay. Ja, und wie bist denn du selber jetzt zu dieser ganzen Sache gekommen, also zu Steam direkt? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wie gesagt, ich habe als Social Media eigentlich losging, weil ich halt als Autor unterwegs bin, schon immer auf verschiedenen anderen Plattformen Content beigesteuert. Eine davon war auch Empire Avenue oder Empire Cred, ganz frühe Plattform, wo deine Social Media Aktivitäten halt bewertet wurden. Also die haben in die verschiedenen Netze geguckt und haben dann geschaut, Mensch, der macht so und so viel, hat so und so viele Follower, interagiert so viel und hat daraus auch so etwas wie einen Börsenwert ermittelt. Die Leute, die ich da getroffen habe, kamen schnell mit dem Thema kryptobasierte Social-Media-Themen zusammen und haben mich dann quasi mitgenommen. Und das erste Reinschnuppern war natürlich schwierig, weil auf einmal waren die Dinge anders. Und wie Thor eben gerade schon sagte, da gab es dann drei verschiedene Token. Mit welchen muss ich denn was machen? Aber es hat gereizt und dadurch bin ich halt mit Content da reingegangen. Und wenn das erste Mal auf einen Beitrag, den du verfasst hast, wo du sicherlich 10 Minuten bis eine halbe Stunde dran schreibst, irgendwie 50, 80 Dollar gekriegt hast, dann denkst du dir, das macht schon Sinn. Mhm. Ja, und das ist dann genug Motivation gewesen, um dann viele weitere Beiträge zu verfassen, die vielleicht auch nur mal 2 Dollar oder 3 Dollar oder auch nur mal 90 Cent wert sind. Aber der Mensch lebt ja auch gern davon, dass er für die Dinge, die er tut, eine Belohnung kriegt. Die Belohnung bei den vielen anderen Social-Media-Netzwerken ist halt entweder Reichweite oder Reichtum für denjenigen, der es betreibt oder Ähnliches. Und hier ist es halt so, dass du für deine Arbeit direkt sichtbar irgendwas bekommst. Ruhm. Und das befriedigt in einer gewissen Art und Weise, ganz anders als die 30 Likes auf Facebook oder irgendwelche anderen Dinge auf LinkedIn, wobei jede Social-Media-Plattform auch ihre ganz anderen Ausrichtungen hat. Aber es gibt doch durchaus vielleicht auch, wenn du jetzt ein freiberuflicher Schreiber oder Redakteur bist oder Technologieredakteur für Heise und so, da kriegst du doch bestimmt auch, wenn du da was schreibst, gut Geld, oder? Kann ich dir nicht wirklich beantworten, sondern nur mutmaßen, da ich das bisher nicht gemacht habe.
Aber du müsstest dann ja da auch irgendwie eine Rolle haben, einen Vertrag oder ähnliche Sachen. Und hier ist es halt viel, viel einfacher. Du setzt dich hin und schreibst über die Dinge, die dich interessieren, entweder über die neuesten CPUs im Computer oder wie bunt deine Grafikkarte mittlerweile leuchten kann oder halt auch über weltpolitische Dinge, und findest damit halt, weil das wird genauso wie auf anderen Dingen mit Text belegt, natürlich dann auch deine Leserschaft. Nun leben wir hier gerade in dieser, ich will mal ein bisschen noch eine Content-Frage stellen, oder kommen wir da vielleicht später noch dazu. Jetzt leben wir ja gerade in diesen Corona-Zeiten und Verschwörungstheorien oder wie das immer so von den Medien genannt wird. Welche Auswirkungen oder was sieht man da vom Content her von in Hive zurzeit? Du siehst grundsätzlich alle Facetten, aber es ist jetzt zum Glück nicht so, dass jetzt eine Verschwörungstheoretikerfront dort überwiegt. Die können gern ihre Community darauf bilden und dann in ihrer Community über was auch immer reden. Das können auch die Häschenzüchter sein oder die Angelfreunde Süd. Das ist ja nun dann nur für dich sichtbar, wenn du diesem Thema aktiv folgst und wird dir nicht in deinen Stream reingeworfen, wie es auf einigen anderen Plattformen ist. Und du kannst selber ja sagen, ich möchte diesem Thema, diesem Menschen oder anderen Sachen folgen. Und wenn es etwas ist, was Plagiat ist oder was jetzt vielleicht extremst negativ ist, dann gibt es neben dem Daumen hoch auch den Daumen runter. Und das bedeutet, dass dann dir Wert von dem Post entzogen wird. Downvote und Upvote sind die Mechanismen, wobei die Upvotes natürlich dominieren, weil wenn du 2 Wochen lang da versuchst, irgendwas zu verfassen und nachweislich einfach nur Käse produzierst, wirst du die Downvotes auch dafür kriegen und irgendwann keinen Spaß mehr haben. Sind auf Steemit auch solche Leute, Komiker wie, oder wie Otto Walkes unterwegs zum Beispiel oder so? Also Otto habe ich da noch nicht getroffen, aber es gibt auch eine große Kunstszene, die dort unterwegs ist. Mittlerweile mehr auf Hive, aber da kommen wir gleich zu, was da der Unterschied ist. Es gibt auch einen Bereich, wo NFT-Arts dort unterwegs sind, also wo du ein Bild, ein Kunstwerk in welcher Form auch immer dort unterbringen kannst, das dort zum Verkauf anbietest und damit auch zusätzlich Einnahmen generieren kannst. Also es gibt ganz viele Facetten davon, weil auch nochmal hier, dass die Möglichkeit, ohne Gebühr Transaktionen zu machen, ist meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil. Und man kann neuerdings auch dort, also das heißt neuerdings schon länger, auch eigene Token erstellen. Kommen wir ja nachher auch nochmal dazu, was natürlich Kommen auch wir nachher auch noch zu, ja. eine Ja. interessante Sache ist. Und was ich vorhin noch nicht gesagt hatte, man kann natürlich auch, weil es halt soziales Netzwerk ist, unter Artikeln kommentieren. Ja, natürlich. Also da Was ging ich du jetzt ja davon auch aus. für deinen Token mit explizit genutzt hast, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber jetzt. Du hast ja schon ein paar Mal Hive angesprochen und ich habe ja auch schon die Folie gewechselt hier. Erklär jetzt mal, du hast jetzt natürlich Hive und Steemit sind recht ähnlich, aber wie kam es denn zu Hive und was unterscheidet Hive von Steemit? Okay, ungefähr vor etwas über einem Jahr hat der eine damalige Mitgründer von Steemit gemeint, seine Anteile an Token zu verkaufen an den in der Szene doch recht bekannten Justin Sun, der von Tron und Co. Nun hinlänglich bekannt ist. Und hat damit der Community nun nicht wirklich einen riesigen Gefallen getan, weil damit und mit weiteren Aktivitäten, die dann folgten, wurde aus der Steemit, die eine dezentrale, freie Community bis dato war, eine zentralisierte Community.
weil auf einmal ein hauptdominierender Akteur da war, der auch, ich habe eben über Witnesse gesprochen, mit verschiedenen nicht ganz schönen Tricks diese Witnesses ausgetauscht hat und damit eigentlich die Kontrolle dieses gesamten Dings an sich gerissen hat. Was, wenn du ganz viele Leute hast, die eigentlich für Free Speech, freie Meinungsäußerung und Co. da angetreten sind, nicht das ist, was die gerade lieben. Ergo haben sich dann eigentlich, muss ich sagen, irgendwas um die 90% der User hingesetzt und der Witnesses und haben einen Software-Fork vorgenommen und haben den Code von Steemit an einem bestimmten Tag transportiert, haben Hive da draus gemacht, haben die Aktionen, die Inhalte, die Informationen, alle Posts, alle Likes von deinem Account niedergeschrieben, rüber zu Hive transportiert und dort mit dem Konzept der freien Meinungsäußerung weitergemacht. Kennen wir aus verschiedenen anderen Fällen. In Software ist das halt möglich. Wenn die Software Open Source ist, kann jeder an den Code dran. Du musst nur die richtigen Programmierer haben. Das haben die alles dementsprechend vorbereitet. Und vor etwas über einem Jahr wurde dann Hive geboren. Und man sieht dann, dass halt viele der oder die Mehrheit der Benutzer dann auch Steemit den Rücken gekehrt haben, weil sie halt ihre freie Meinungsäußerung weiterhin für wichtig hielten. Man sah dann auch, wenn da kritische Posts auf Steemit aufkamen, dass dann die Zensurkeule dort waltete, die Posts entweder ausgeblendet, runtergevotet oder ähnliches wurden, weil sie kritisch waren. Und das ist ja genau der Sinn und Zweck von solchen Plattformen, dass man da seine Meinung sagen darf und der Rest mit der Toleranz einhergeht, diese Meinung halt hinzunehmen. Ich muss sie ja nicht vertreten. Was dazu geführt hat, dass Hive sehr schnell auf die gleiche oder größere Nutzerzahl gekommen ist und es seitdem halt diese zweite Chain gibt. Und all das, was ich eben oder was wir eben schon diskutiert haben, was man auf Steemit machen konnte, heute auch noch kann, kann man nun umso besser und umso schöner und umso einfacher auch auf Hive machen und hat damit halt auch dem Ganzen Rechnung getragen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war, der dort eingeschlagen wurde. Und in der Zwischenzeit sind viele weitere Erweiterungen entstanden und einige Dienste wie auch andere Aktivitäten von Steam verschwunden und nur noch auf Hive nutzbar. Aber auch Steam hat, glaube ich, immer noch in Asien irgendwo eine stärkere Rolle, weil der jetzige Hauptbetreiber halt da, glaube ich, etwas stärker vertreten ist und schwankt auch immer mal im Wert hoch und runter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das als Token ein ganz, ganz schlechter Token ist. Das muss jeder sich selber beantworten. Aber das System der Social Media Blockchain mit Free Speech dahinter ist halt dann dahin gewesen. Und aber Steam wird Stand heute auf der Tron-Blockchain oder nicht Tron-Blockchain, ist ja eine eigene, wird aber trotzdem unter der Kontrolle von Justin Sun immer noch genutzt. Ja, ja, der hat natürlich seine eigenen Witnesses dann eingesetzt, hat auch noch eine gewisse Schar an Leuten, die das weiter vertreten. Daher will ich gar nicht zu sehr wertend unterwegs sein. Das kann jeder selber entscheiden. Mir war halt persönlich wichtig, dass meine Inhalte damit nicht zwingend in Verbindung gebracht werden. Und der betreibt das weiter. Der hat auch eine Verbindung zu Tron hergestellt, dass man auch Tron damit generieren kann. Und ihr kennt ihn ja vermutlich von verschiedenen Aktivitäten, die er an anderen Stellen treibt und habt eure eigene Meinung dazu. Okay, gut. Gut, erzähl ja vielleicht noch mal ein bisschen, die Rolle von Steemit hast du ja schon mal angesprochen, die ist jetzt geschwächt, müssen wir so ausdrücken, weil ein Großteil der alten Nutzer, der fleißigen Nutzer zu Hive gegangen sind. Aber erzähl vielleicht mal, was gibt es jetzt so Neues oder an neuen, interessanten Erweiterungen, Zusätzen? Also du kannst auf Hive genauso
deinen eigenen Token, deinen Subtoken generieren und damit etwas machen. Da komme ich gleich zum Ende noch zu. Das habe ich vor einiger Zeit auch schon gemacht, aber auch nur aus Fun-Faktor. Und dadurch, dass die Chain transaktionskostenfrei ist, sind viele Spiele entstanden, die mit einem Token oder auch mit einem NFT die üblichen Funktionalitäten, die man damit machen kann, auf den Weg bringen. Das bekannteste ist, glaube ich, Splinterlands, ein Kartenspiel, wo du deine Spielkarten in Gruppen gegen andere antreten lassen kannst. Ist ein Riesenhype, haben ganz viele Leute gemacht. Der Gründer dahinter hat auch richtig Geld noch für die Weiterentwicklung eingesammelt. Dann gibt es viele weitere Spiele, eine Stadtsimulation, wo du auf Basis eines eigenen Tokens, aber auch des eigentlichen Hive-Tokens, dir eine Stadt bauen kannst, mit verschiedenen Sachen befüllen kannst. Es gibt Musikspiele da drauf. Es gibt ein Bierbrauspiel, was ein paar Leute aus der Ukraine entwickelt haben und, und. Und es gibt auch verschiedenste Communities, wie eben schon gesagt, zu den unterschiedlichsten Themen. Die interessanteste aus der Kryptowelt ist sicherlich die Leo-Community, Leo Finance, die dort in dem Bereich auch sehr viele wertige Artikel verfassen und nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Wenn du da einen tollen Artikel über irgendeinen Token, über irgendwas anderes schreibst, dann lässt sich das dort darstellen, abwerten. Wir können gern unseren Video, nachdem wir ihn hier irgendwo verteilt haben, in der Woche da einstellen und gucken mal, was der bringen kann und so weiter und so fort. Gibt es auf der Hive jetzt auch sehr viel Content zu Blockchain, zum Beispiel auch zu DeFi? Ja, natürlich. Das findest du, also das ganze Blockchain-Thema findest du in der Leo Finance Community. Die haben auch den Leo-Token rausgebracht, haben auch einen DeFi-Token dazu gemacht. Da gibt es jede Menge Aktivitäten und meiner Meinung nach auch relativ viele sehr fundierte Artikel. Macht Sinn, Detlef, dass wir da vielleicht mal so ein Tutorial machen, wo du diese Sachen, die du eben angesprochen hast, auch zeigst? Ja, da würde ich sogar noch ein paar Leute mitbringen, weil ich weiß vieles, aber nicht alles. Ich bin nicht in jeder Community drin. Ich habe halt auch einen normalen Job tagsüber und beschäftige mich mit diesen Dingen eher hobbymäßig am Abend. Also ich habe bei mir auch einen klaren Rhythmus in mein Tageswerk reingebracht, dass ich gerne mit euch wie heute ab 19:30, 20 Uhr hier in eine Plauderrunde gehe. Aber tagsüber kümmere ich mich um virtuelle Events, um Firmen, die mit Kommunikation irgendwas machen wollen. Daher all das zu lesen und zu verfolgen, bedarf halt einfach auch Zeit. Aber ich kenne die deutsche Community relativ gut, die sich auch als eine der stärkeren Communities hier darstellt. Und ich kenne auch aus den anderen Communities Leute, die dann in Englisch sicherlich etwas beitragen, weil das kommt darauf an, welche Zuhörerschaft wir hier mit Inhalt versorgen möchten. Deutschsprache. Aber du, ist nicht schlimm. Wir können auch unsere Podcast, unsere Tutorial nachts machen. Wir sind da als Programmierer oder EDVler sind wir da auch manchmal komische Arbeitszeiten gewohnt. Und der Ralf sowieso. Naja. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Und wenn es etwas noch nicht gibt, dann legt doch einfach eine Community dazu an. Die Leute kommen, wenn interessanter Content vorhanden ist. Ja, lass uns das mal in Angriff nehmen. Gut, Ralf, hast du noch, ist die Frage für dich, was man mit Hive machen kann, soweit erklärt? Oder hast du da noch... Ja, ist erklärt. Beziehungsweise habt ihr auch Verlinkungen oder sind aus Hive auch Verlinkungen nach außen möglich? Also nach außen zu Facebook, zu normalen Webseiten oder zurück, auch ohne, dass man sich als Nutzer anmelden müsste, um Content zu lesen? Ja, natürlich. Du kannst jeden Beitrag SEO-mäßig in Google finden. Jeder Hive-Beitrag ist unter Google zu finden. Wenn du nach den richtigen Begrifflichkeiten suchst, kommen die da genauso mit vor. Und du kannst natürlich in deinen Beitrag einen YouTube-Link, einen Link zu Facebook, einen Link zu Twitter und ähnlichen Dingen einbauen. Und auch umgekehrt. Es gibt Aktivitäten momentan sehr, sehr stark, dass du halt auf den anderen Netzwerken, wie wir es gerade machen, über Hive berichtest und dafür sogar auch
dann im Gegenzug besonders große Upvotes oder in einem Wettbewerb auch Preise gewinnen kannst, weil wir sehen eigentlich, dass diese Möglichkeiten, solche Netzwerke zu nutzen, viel breiter verteilt werden muss. Und es gibt Dinge dann wie die Proof of Share, POSH ist ein Hashtag. Und wenn du deinen Artikel geschrieben hast, wird der vielleicht automatisch gleich zu Twitter geteilt, sodass der Link dann zurück auch zu dem Artikel wieder zugegen ist. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da können wir Abend füllen, mehrere Abende zu diskutieren. Ja, noch eine andere technische Frage, wenn du es weißt. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Raspberry Pis 1 und 2 übrig und ich suche für die eine Verwendung. Kann man die eventuell auch als Not oder? Für den Not sind die zu schlapp. Für den Not brauchst du eine anständige CPU, eine ordentliche Portion RAM und ich glaube mindestens eine 500er Platte oder sowas. Und die Raspis sind ein bisschen schlapp auf der Brust. Also ich bin selber Elektrotechniker und kann so halbwegs mithalten. Und aber da brauchst du irgendwas, was im RZ steht und ja, so ein Höheneinheitenkistchen mit 16 oder 32 Gig an RAM und ein bisschen dem entsprechenden Speicher ausgerüstet ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert auf dem Raspi, aber ich denke mal, der ist ein bisschen schwach. Okay. Mhm. So, du hast ja vorhin das schon erwähnt, mehrfach, und ich habe den ja auch seinerzeit genutzt auf Steemit, deinen Biertoken. Erzähl mal ja, kurz, wie es dazu kam und wie er funktioniert. Ja, also das ist ein Fun-Projekt, weil als vor drei, vier Jahren es auf einmal möglich wurde, eigene Token auf der Chain zu machen, kam natürlich direkt die Neugier in mir wieder hoch und horchte danach, was mache ich denn jetzt? Ich hatte ein halbes Jahr vorher angefangen, einen Beer-Saturday-Tag zu starten, bedeutet, aus der Social-Media-Welt kommend, wollte ich Menschen dazu bewegen, über irgendetwas mehr als ein Bild oder drei Sätze oder sowas zu schreiben. Zu der Zeit wurden die Netzwerke oft oder die Steemit damals dazu hergenommen, um irgendwie drei Zeilen zu schreiben, um da irgendwie 5 Taler für zu kriegen. Halte ich für den falschen Ansatz und habe eine Challenge gestartet, die heißt Beer Saturday, wo die Leute mir mit 3 Bildern und einer Story aus der Woche erzählen sollen, was irgendwie passiert ist und wo das Thema Bier mit zum Tragen kommt. Fiel mir irgendwann morgens in der Dusche ein, macht mir Bier, 3 drittmeiste getrunkene Getränk auf der Welt. Das mögen viele, das leben viele. Also kann man darüber schon mal Content erstellen. Daraus ist jetzt nach einiger Zeit eine Community mit knapp 800, 900 Leuten geworden, die weltweit vertretend jede Woche einmal dazu etwas schreibt. Und wir haben jetzt, ich glaube, die 202. Woche, wo es den Beer Saturday gibt. Und da habe ich mir ein paar Sponsoren zu eingesammelt, die mir dann jede Woche ein paar Währungseinheiten geben. Und dann verteilen wir an alle, die da mitgeschrieben haben, ein paar Hive, ein paar Leo-Token, die sind auch ganz wertig. Und irgendwann kam halt die Idee, dann lass uns doch auch einen Bier-Token machen. Also habe ich einen Bier-Token erstellt, aber auch anders, als man das heute vielleicht typischerweise machen würde. Mir war es wichtig, dass das ein Community-Projekt ist. Ich kann locker hingehen und mir so einen Token erstellen und die Gebühren dafür einmal selber aus der Tasche zahlen. Aber es macht doch viel mehr Spaß, wenn die Leute da mitmachen und sich von Anfang an mit so einem Token identifizieren. Also habe ich mit einigen Posts dazu aufgerufen, das Ganze doch zu supporten und habe dann den Token auf die Beine gestellt. Dann haben wir als nächstes die Funktion des Proof of Stakes für den Bier-Token auf die Beine gestellt und dann eine Funktion noch dazu gebaut, die, wenn du einen Beitrag von jemandem siehst und findest, der ist toll, dann gibst du dem ein Bier dazu, indem du in deinem Kommentar unter dem Beitrag einfach schreibst, Ausrufezeichen Bier. Und dann sieht eine kleine Serverinstanz, die kann dann auf dem Raspi laufen, weil die scannt einfach nur die Blockchain. Und wenn die den Begriff Ausrufezeichen Bier in einem neuen Eintrag der Blockchain sieht, dann guckt die nach, wer hat denn den geschrieben, unter welchem Kommentar hat er den geschrieben, guckt ein paar weitere Regeln und sendet dem dann ein bisschen Bier-Token.
Das macht den Leuten Hölle Spaß, weil es so ein bisschen Community Fun da reinbringt. Und aus dieser Idee habe ich das einfach losgetreten. Und jede Woche vergeben wir jetzt bei dem Bier Saturday 16 Bier-Token, 14 Hive und 2 Leo-Token, was ja auf in der Summe auch schon ein bisschen wert ist, und vergeben das über ein Kriterium, dass da halt wertiger Content erzeugt wird. Du hattest ja damals eine feste Anzahl von Bier-Token erstellt gehabt und hattest die, ich glaube, bei dem Kommando Bier ist halt dein Biervorrat quasi verkleinert worden. Das heißt, ich habe ein Sixpack vom Bier, also ich musste, glaube ich, 6 Bier haben, und dann konnte ich, glaube ich, einmal pro Tag das Bierkommando loslassen und habe dann quasi über deine Biers im Keller verfügen können. Jein, lass mich das kurz erklären. Es gibt den Bier-Lover, das ist der Account, der das Bier dort verteilt. Und heute ist es so, du musst eine Kiste Bier im Keller haben, sprich 24 Bier-Token. Und wenn du die im Keller hast, dann kannst du einmal pro Tag den Befehl Ausrufezeichen Bier machen. Also im Keller haben heißt, du hast 24 Bier gestaked. Lässt sich schon erklären, ist im Keller abgelegt. Kommt man nicht so schnell dran, braucht man ein bisschen Zeit, um den wieder zu holen. Wenn du jetzt 240 Bier gestaked hast, kannst du 10-mal am Tag irgendjemand ein Bierkommando unter einen Kommentar schreiben. Und das, ganz, ganz wichtig, ist ein Geschenk. Da geht von deinen eigenen Biertokens nichts weg, sondern das sponsern wir Woche für Woche, Monat für Monat von dem Token, weil es ein Community-Token und ein Fun-Token ist, in die Runde. Gleichzeitig kriegst du für das Bier, was du in den Keller gestellt hast, gestaked hast, dein Proof of Stake Bonus, und das wird nach und nach mehr. Und gab es da Nachahmer, die dann einen Sekt-Token, einen Schnaps-Token oder sonst sowas, XYZ, alkoholisches Getränk-Token gemacht haben? Liegt doch auf der Hand, oder? Es gibt den Wine-Token, es gibt den Pizza-Token, es gibt den You-Name-It-Token, die eine ähnliche Funktion nutzen. Aber der Bier-Token hält sich, weil so viele von Anfang an mitgemacht haben, natürlich im Herzen vieler Leute. Gerade die deutsche Community verheizt reichlich Bier-Token pro Woche, pro Post und so weiter, weil die es einfach cool finden. Und mein Interesse daran ist auch jetzt gar nicht irgendwie eine Gewinnmaximierung oder so etwas, sondern das ist einfach etwas, da soll die Community ihren Spaß mit haben. Und das machen die einfach. Und damals war es ja so gewesen, du hattest ja nur das englische Kommando. Ich hatte ja auch vorgeschlagen, dann andere Kommandos, Bier mit IE und Pivo oder Cerveza als Kommando mit anzubieten. Hast du das mittlerweile umgesetzt oder ist das Kommando immer nur noch Ausrufe? Also deine wunderbaren Ideen liegen ganz weit oben auf unserer Wunschliste an Funktionen. Das ist relativ einfach machbar. Aber da das alles Hobbyprojekt ist und meine Kollegen, also ich bin aus dem Programmieren einfach raus. Ich habe früher mal Assembler und Fortran und ähnliche Sachen, Turbo Pascal gelernt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier groß in Python oder anderen Sachen den Code schreibt. Wir haben uns das auf die Liste gepackt, weil es immer mal wieder auch in verschiedenen Landessprachen gefragt wird. Aber es würde einfach etwas an Zeit bedeuten, um das zu machen. Da müsste man dann auch dem Fun-Faktor halt eine Meldung in der passenden Sprache ausgeben oder andere Sachen. Ist keine Zauberei, kann man machen. Aber die Mannen, die mir dabei helfen, haben immer ein und dasselbe Problem. Die haben die Zeit. Ja, aber kann man mal wieder versuchen zu reaktivieren. Kannst du denn uns, weil ich habe jetzt gerade keinen Steemit-Account, kannst du oder Hive, kannst du uns das mal live zeigen, indem du deinen Bildschirm mal zeigst, so, wo der Bier-Token wieder so wirkt und geht? Einer meiner leichtesten Übungen. Lass mich mal gucken. Dann müsstest du ihn zum Host machen, Ralf.
Ich sehe noch keinen weiteren, da doch Bildschirm freigeben, da. Also, ich gehe mal zurück hier und zeige dir vielleicht erstmal hier, wenn du heute zu... Also Detlef, erklär noch ein bisschen, es gibt auch Leute, die es nur hören als Podcast. Also die Webadresse ist hive-engine.com. Nein, hive.blog. Hive.blog, okay. Ja, da landest du, wenn du nicht eingeloggt bist, wie du es hier auch schon siehst, auf einer Website, wo du auch die Artikel alle lesen kannst, ohne dass du eingeloggt bist. Ich bin jetzt mal hier nicht eingeloggt. Hier siehst du, die Leo Finance Community wird relativ hoch gelobt oder ist hier weit oben drin, die Hive Gaming. Es gibt ganz viele Gaming-Themen da. Die Foto-Community und die Have You Been Here, das ist auch super interessant. Da kannst du einen Post von dir mit einer Georeferenz ablegen und sagen, ich war an dem Ort und habe da die und die Bilder gemacht und kannst da hier auf so einer Karte hingehen und sehen, wo du halt was auch immer gemacht hast. Da gibt es eine iOS-App zu. Also das geht in viele weitere Richtungen auch rüber. Und hier werden dann auch regelmäßig irgendwelche Posts von bestimmten Leuten dargestellt. Es gibt ganz viele Communities, wie ich hier schon gesagt habe. Hier kannst du dir weitere angucken, die vielleicht interessant sind. Wir reden ja jetzt hier über Deutschland. Die deutsche Dach-Community, da kannst du zum Beispiel reingucken. Da gibt es ein Magazin, das HEQ-Magazin hat halt einmal im Monat eine Ausgabe, wo dann drin steht, was alles gerade auf der Chain passiert. Die können dir stundenlang dazu etwas erzählen und geben sich echt Mühe, hier coolen Content darzustellen und zeigen halt ganz viele Dinge, die auf der Chain gerade passieren. Die Leute geben sich halt wirklich Mühe und bauen einmal im Monat all diese Sachen. Und ihr seht, das ist echt viel Text zusammen und berichten über Spiele, über andere Sachen. Hier von eben gerade habe ich schon $19 drauf, habe ich einen Post über das Meetup in Wien vor 2 Stunden gemacht. Ja? Und da siehst du, welche Leute auch gerade da waren, weil ich ein paar Screenshots davon gemacht habe. Und genauso gibt es viele andere Berichte. Einige Leute schreiben hier bilingual in Deutsch-Englisch mit der Ankündigung, dass hier einmal Deutsch, einmal Englisch als Text kommt. Und da gibt es die unterschiedlichsten Informationen jetzt hier auch in Deutsch dargestellt. Es gibt von Mutter Monika, der macht jede Woche auch eine Schach-Challenge, in der irgendwas unterwegs ist und. Da gibt es reichlich zu lesen. Ja, Make-up gibt es, Natural Medicine, natürlich die üblichen Foto-Communities, wo Leute ihre schönen Bilder über hoffentlich nicht nur Katzen, sondern auch andere Sachen zeigen. Hier ein Bild von irgendwie einer tollen Schraube. Da gibt es Wettbewerbe und das sind ja doch hier, wenn man da mal reinschaut, sehr aufwendig schön gemachte Bilder. Ob das jetzt etwas ist, was ich brauche oder nicht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Ja? Aber da siehst du, die Leute kriegen durchaus hier einige Währungseinheiten auf ihre Posts. Ja, und die deutsche Community ist da auch sehr stark. Die hat zum Beispiel morgen Abend wieder das Dach-Meetup. Das findet im Discord statt. Viele Dinge sind hier zur Kommunikation mit Discord verbunden. Viele Communities haben ihr Discord-Forum dazu auf der anderen Seite, wo man sich austauschen kann und dort mit den Menschen kommunizieren kann. Ich gucke mal gerade, ob ich zurückkomme. Da gibt es auch jetzt ganz neu einen Dach-Support-Bot, der votet automatisch alle Leute, die mit Deutsch oder in Deutsch schreiben, um dafür ein Dankeschön zu sagen und schiebt automatisch dann den Beitrag von demjenigen etwas mehr Wert zu. Man muss dazu sagen, bei Steemit war es so, man konnte halt 5 Tags
mit seinem Beitrag mit beigeben. Und Empfehlung war halt als erstes das Tag Deutsch zu verwenden und dann halt so ein Gruppentag wie, was ich, Biertoken oder Fotografie oder was auch immer. Und dann natürlich noch weitere Sachen. Ne? Und die Bots reagieren auf solche Tags. Das ist ein spezieller Bot, der wurde von der Community mit Voting Power ausgestattet. Das heißt, ich kann hier, wenn ich Voting Power habe oder Hive Power, wie vorhin erklärt, hingehen und sagen, ich delegiere einen gewissen Anteil von meinem Power dem Bot und dann kann der automatisch hingehen und damit irgendwas tun. Und hier siehst du gerade eine kurze Ankündigung, dass diese Woche gleich zwei Meetups sind. Einmal das Vienna und morgen das Dach-Meetup. Und so gibt es hier viele interessante Beiträge über was auch immer da gerade passiert. Hier gibt es ein neues Spiel, da kannst du irgendwie Dekrops-Spiel, heißt das. Das ist jetzt gerade erst gestartet. Da kannst du dann in deinem Garten mit NFTs irgendwelchen Karten neues Gemüse züchten oder andere Sachen züchten und damit deine Zeit verbringen. Fehlt mir immer ein bisschen die Muße zu, aber es gibt ja Leute, die machen sowas gern. Interessant. Wie ist denn das jetzt, wenn dort, ich sag mal, Beiträge reinkommen, die, naja, unmenschlich oder Porno oder so etwas, also wie erfolgt hier Kontrolle oder Voting über Kontrolle? Du hast die Community hier hinter. Du hast auch einige Begriffe, wo du sagst, dieser Content ist jetzt nicht jugendfrei. Es gibt sicherlich auch, da kenne ich mich leider nicht so gut aus, einige Bereiche, wo du in dem Rotlichtbereich irgendwas unterbringen kannst. Aber wenn irgendwas dann halt nicht gut ist, dann wird das auch eher runtergevotet. Du siehst die dann hier nicht im Trending, sondern du siehst die vielleicht in anderen Bereichen, vielleicht die hot sind oder new sind. Danach kannst du diese Beiträge auch sortieren. Und irgendwo siehst du vielleicht auch welche, die dann einfach Negativkommentare darauf gekriegt haben, weil sie einfach ja der Mehrheit nicht gefallen oder irgendwas anderes oder gerade vielleicht auch anstößig sind. Also ich habe hier in den ganzen Jahren, in denen ich dabei bin, noch nichts mit irgendwelchen Kinderporno, Pädophil oder was auch immer Sachen gesehen, weil da reagiert die Community und sagt, das wollen wir nicht. Das gehört ja nicht hin, das gehört sich nicht und sorgen selber dafür, dass es clean bleibt. Also Porno gibt es ein bisschen. Ich hatte auch mal ein bisschen rumgeguckt gehabt, damals zu Steam-Zeiten. Ja, es gibt auch einen Porn-Token. Ja, ja. Und das ist aber recht softer Porno, also was ich wie Bild-Zeitung-Niveau, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es andere Bereiche, da kann man sich mit sowas rumtreiben. Hier ein interessanter Post von auch einem sehr, sehr starken deutschen User, dem Lewis88, wo er halt auch für die deutsche Community übersetzt, was denn gerade bei den Updates der Blockchain so gerade alles passiert. Da geht es dann schon so ein bisschen mehr in die Hardcore-Techie-Ecke, aber hier wird regelmäßig auch committed, was denn im Lab der Entwickler alles passiert, was die an neuen Features planen und da gibt es dann halt auch dementsprechend charmante Upvotes da drauf. Jetzt zeig mal deinen Biertoken, wenn wir jetzt eh schon in Hive drin sind. Also das Tutorial machen wir dann trotzdem nochmal und das ist ja jetzt so eine allgemeine Vorstellung. Und scroll mal bitte nicht so schnell, sonst wird man hier schwindelig dabei. Was habe ich denn? Ah, ich habe es Ad vergessen. So, hier siehst du jetzt zum Beispiel den Bier-Lover und hier einen Post, der so ein bisschen erklärt, was denn Bier für dich tun kann. Da gibt es dann die Möglichkeit, unter einen Post einfach diesen Befehl, wie es hier oben steht, Ausrufezeichen Bier zu setzen. Ihr wisst genug über die Blockchain, das kann man in der Blockchain lesen. Gerade wenn man die neuen Posts Reihe für Reihe durchgeht, sieht man, da steht irgendwas drunter. Hier sieht man den
Handelswert vom Biertoken, das ist jetzt schon ein bisschen älter, und wie du dann halt auch den Biertoken staken kannst und was du damit anfangen kannst. Hier ein schönes Bild, du musst halt eine Kiste Bier dir in den Keller gestellt haben, wie vorhin schon gesagt, die musst du gestaked haben und dann kannst du das ganze Bier für andere verwenden und wie es hier schon so steht, das ist ein Geschenk. Also wenn du diesen Befehl benutzt, kriegst du quasi oder kriegt derjenige, dem du diesen Kommentar schreibst, ein wenig Bier geschenkt und er kann da einfach mitmachen und kann dieses Ganze nutzen. Natürlich kann man den Biertoken auch an irgendeiner Stelle handeln oder in dem Bier-Saturday gewinnen. Und auch super spannend, in diese verschiedenen Games, die ich euch erklärt habe, da ist dieser Token auch integriert. Also kannst zum Beispiel in diesem virtuellen Stadtentwicklungsspiel hingehen und sagen, ich kaufe mir eine Brauerei als Stadtbestandteil. Und diese Brauerei erzeugt dann wiederum Biertoken, die du dann ausbezahlt bekommst jeden Tag und gegen Hive oder andere Sachen eintauschen kannst. Genauso gibt es so ein Spiel, da so ein Kartenspiel, womit du in der Musikecke was machen kannst. Da kannst du dir über den Biertoken halt auch neue Karten kaufen. Es gibt ein Spiel, den Crypto Brew Master, da lernst du die Hintergrundinformationen des Brauprozesses, auch ein wichtiges Ding. Und wir sind selber dran, hier vielleicht da auch noch einen Aufruf. Ich brauche noch ein, zwei Programmierer, die sich mit grafischer Programmierung auskennen und haben ein Bierpong-Spiel gebaut. Also stell dir vor, Bierpong, wie man es aus den amerikanischen Filmen oder aus der eigenen Studienzeit vielleicht kennt. Du hast ein kleines Bällchen und versuchst du in den Körbchen zu werfen. Und hier spielst du das Ganze halt einfach mit dem Bierton. Mhm. Ja? Das sind jetzt Sachen, die rund um diesen Token passieren. Du kannst den mit dem Befehl hier aufrufen oder auf der Hive Engine, das ist dann die Engine, wo dieser Token auch gehandelt wird, kannst du auf die Tokens drauf gucken und siehst dann hier, es gibt jede Menge verschiedene Tokens hier auch auf der Chain. Und ich mache es uns mal ein bisschen einfacher und suche einfach mal den Bier-Token. Der ist jetzt hier zu sehen. Warte mal, da kann ich mir den Wert angucken und da siehst du, der geht immer mal hoch runter, aber bleibt so bei 0,3 bis 0,4 Hive stehen und wird mal mehr oder weniger gehandelt. Wie gesagt, ist ein Fun-Token jetzt nichts, womit wir unsere Rente absichern wollen oder ähnliche Dinge. Aber auch da geht das einfach ja hin und her. Ja? Also es gibt immer das Bier Grundnahrungsmittel, Detlef, ne? Ich war schon in Bayern. Ja, und es gibt auch weitere Frontends dazu, weil das Hive-Block-Frontend halt in einigen Dingen limitiert ist. Und hier seht ihr das Peak-D-Frontend, was ich hauptsächlich nutze, weil hier sind auch diese ganzen Dinge nochmal sehr, sehr schön erklärt mit, es ist wirklich dein Content. Du kannst in den Communities etwas machen. Du hast die ganzen Dezentralisierungsthemen. Es ist einfach zu benutzen. Hier gibt es die Dinge, die ich auch schon erzählt habe, die verschiedenen Communities und viele, viele weitere Infos über das ganze Thema kannst du hier sehen. Und was es für den Benutzer einfach macht, ist halt, du musst dir nicht dein Passwort, die ganzen Sachen merken. Es gibt hier, wie ihr es von der MetaMask kennt, auch dementsprechende Programme, wo du deine Schlüssel hinterlegst und dich dann automatisch mit der Hive Keychain einloggen kannst und da deine verschiedenen Schlüssel sicher bei dir bewahrst und nicht in irgendwelche Browser eintragen musst. Okay. Ja? Das ist so, oben neben dem Fuchs von MetaMask hast du links davon das Symbol für die Keychain. Genau, das ist die Keychain, aber ich müsste jetzt hier einmal in einen anderen Browser wechseln, wo ich halt jetzt hier die Dinge habe, weil hier, das ist die Keychain und wenn ich jetzt hier in den, na komm her, wechsle, dann loggt er sich automatisch mit meinem Konto hier schon ein
Und ich sehe dann halt eingeloggt, was da alles möglich ist. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf einen Beitrag gehen von irgendjemand oder ich gehe hier nochmal auf die, wo ist die deutsche Community? Suchen wir hier mal. Dann haben wir dann hier mal auf meine Communities gehen. Da sieht man auch, dass das hier ein bisschen sortiert ist. Ich kann meine Feeds angucken, wo mich bestimmte Dinge interessieren. In Deutsch oder in Cooking oder Hive Meetup Aachen. Ich mache auch seit einiger Zeit, wenn man sich treffen darf, in Aachen den Meetup. Ich gehe jetzt aber einfach mal auf die deutsche Community und gucke, was da an Beiträgen jetzt neu ist und sehe jetzt hier, da gibt es auch einen Bot, der holt die deutschsprachigen Artikel des Tages heraus und da hat meiner auch schon mit reingeschafft. Jetzt kann ich hier hingehen und sagen, wunderbar, das hast du toll gemacht. Der hat jetzt 5,16 Taler drauf und vote den mal mit meinem 1,61 $. Und beim Reload siehst du dann, der hat jetzt beim Reload, warte mal. Bin eigentlich eingeloggt. Der hat gleich dann dementsprechend mehr da drauf. Und hier, gucke mal, das ist schön. Hier hat einer schon mit Bier kommentiert, wie wir es gerade gesagt haben. Der hat das hier in den Blockchain geschrieben vor einer Stunde. Und dann kommt der Bierlover und sagt drunter, hey, Krypto-Denno, das ist der den Post geschrieben hat. Du kriegst ein bisschen Bier von Bambu, das ist nämlich der, der den Kommentar hier geschrieben hat, und schickt den Biertoken in seine Wallet. Ist es jetzt sinnvoll, dem, früher war es ja so, auch noch den Bierlover ein bisschen zu belohnen über Voting Power, indem du da das Herzchen drückst da unten? Klar, freut sich der Bierlover drüber, weil dann verdient er auch ein bisschen Geld. Und das Geschenksymbol daneben, was bedeutet das? Du kannst auch einen Tipp geben. Du kannst jetzt dem Bierlover auch direkt einen Tipp in einer Währung geben, in Hive oder in HBD. Und dann kriegt der dann von mir halt dementsprechend etwas an Währung transferiert. Wie HBD gesagt, ist quasi der Steam-Dollar auf Hive, ne? Genau, genau. Siehst du auch, wenn du hier oben irgendwo dann hingehst, was dann halt der aktuelle Kurs ist. Du kannst dir ganz viele Sachen hier in deiner Wallet, die ich jetzt nicht zeige, angucken, aber du kannst dir die Aktivitäten anschauen, die du gemacht hast. Es ist sehr, sehr mächtig, was hier alles geht. Es macht es dir sehr transparent. Es hat aber auch ein bisschen Lernkurve, aber keine große. Und dann gibt es ja auch Apps, also noch komplett andere Apps, die wirklich einen speziellen Blick auf die Hive-Blockchain haben und dann ihre speziellen Daten auslesen. Also wie zum Beispiel, das Projekt kenne ich ja noch damals aus Steemit-Zeiten mit diesen, sagen wir mal, Geokoordinaten und Foto. Das haben wir hier auch. Das ist hier ja, auch. Du hast ja vorhin gezeigt. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, und sowas lässt sich machen. Und du kannst natürlich auch, wenn du Programmierer bist, mit den passenden Open Source Erweiterungen in Python oder in Node.js oder was auch immer direkt auf die Chain schreiben, direkt aus der Chain lesen. Das macht es dann halt mächtig und das ist das, was die ganzen Spiele natürlich tun. Da gibt es dann auch die passenden Communities zu. Es gibt da alles Mögliche hier. Wir hatten vorhin auch über das ganze Thema Art gesprochen. Es gibt viele Dinge, da werden jetzt irgendwelche Art-Themen hier dargestellt das kann man sich dann entweder angucken. Genauso gibt es aber auch den NFT, ich hoffe, ich schreibe es richtig, Showroom, wo du jetzt Kunst hochladen kannst und dich dann dieser Kunst auch irgendwie bemächtigen kannst, weil wenn du jetzt so ein Kunstwerk hier erstellt hast, kannst du das halt auch hier erwerben für 70 Hive, umgerechnet $39, kannst du das Kunstwerk dann als digitales Kunstwerk in dein Portfolio übernehmen. Mhm. Ja. Jetzt bist du aber außerhalb der von Hive, ja, das ist der Plattform. Ja, aber davon gibt es eine ganze Menge. Also ich bin jetzt nicht mehr auf der Blogging-Plattform, aber der NFT-Showroom, der läuft auf Hive.
der nutzt die Währung Hive, um damit etwas zu machen. Und die Blockchain. Und die Blockchain unten drunter. Das meinte ich, ja. Ralf. Du, ja. Die schreiben andere Applikationen, nicht nur diese sagen wir Webbrowser, die in die Blockchain reingucken, sondern komplett andere Applikationen schreiben auch in die Hive-Blockchain rein. Genau, das kannst du auch sehr schön hier an dem D-City-Projekt sehen. Das ist jetzt meine D-City-Stadt. Das ist auch eine eigene App, die heißt dcity.io. Und da kannst du jetzt deine eigene Stadt verwalten. Der Witz an der Sache ist, wenn du so eine Stadt hast, dann produziert die einen Token, nämlich den SIM-Token, und produziert jeden Tag auch Hive. Und das kannst du wieder irgendwo nutzen. Das heißt, hier ist wirklich, sind mehr und mehr unterschiedliche Ökosysteme entstanden, mit denen du an verschiedensten Stellen irgendwas anfangen kannst. Du hast halt Zeit, die du dann in deine Stadt steckst, mit der du irgendwas machen kannst, und kannst damit, das ist ein mathematisches Spiel, nichts anderes, aber als Techie mag ich Mathe halt ganz gerne und finde es interessant, wie dann die Zusammenhänge da sind und damit etwas mitzumachen. Hat auch den Vorteil, da guckst du einmal am Tag für 10 Minuten rein, dann ist auch genug gespielt. Es gibt andere Sachen, da musst du irgendwie 2 Stunden am Tag deine Zeit reinbringen, da habe ich keine Zeit zu. Ja, aber all das basiert untenrum, und das ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt viele Programmierschnipsel oder ganze Subsets, die es dir erlauben, die Hive-Blockchain für deine eigenen Aktivitäten zu nutzen. Losgelöst von dem eigentlichen Blogging, wie es denn hier vielleicht auf PeakD im Vordergrund steht. Mhm. Okay. Also für mich eigentlich, und warum beschäftige ich mich so lange damit, eine komplett unterbewertete Plattform, die vielleicht einfach nur zu früh da ist, weil der Markt noch nicht reif dafür ist. Ich würde eher sagen, das ist eine komplett eigene Welt. Also als ich mich damals mit Steemit beschäftigt hatte, und da habe ich auch einige Sachen ausprobiert, ich habe da halt auch ziemlich viel Zeit verwendet. Mhm. Tja, Zeit ist das, was eigentlich fast genauso kostbar ist wie Daten, ne? Und nee. Wie steht das? Stimmt nicht. Zeit ist kostbarer. Die Daten kannst du kopieren wie wild, und die Zeit, die verrinnt. Die ist endlich. Das stimmt. Und wenn du zum Beispiel ins Gefängnis kommst, was machen die? Die klauen dir deine Lebenszeit. Du wirst gezwungen, die nutzlos zu verbringen. Und das ist eigentlich die größte Strafe. Also natürlich. Jetzt noch eine Frage zu Steemit und Hive. Welchen, sag ich mal, Bogen schlagen wir denn da jetzt zu Hive und Decentralized Finance? Gute Frage. Also du kannst zum Beispiel hier in die wo ist sie hin? Die hier siehst du mal die ganzen Communities in die Leo Finance Gruppe gucken. Du hast vorhin nach Content zu solchen Sachen gefragt. Leo ist eine extrem gute Community, die es auch auf verschiedenen Sprachen gibt, und die haben ihren Leo-Token und auch gerade den Cup-Token auf in dem DeFi-Format auf den Markt gebracht. Gibt es sicherlich das eine oder andere dahinter zu berichten. Bin ich aber jetzt nicht der Experte in der Tiefe, sondern würde da auf andere Leute verweisen müssen. Aber der CUP-Token oder CUP ist eine DeFi-Variante, DeFi-Version von dem, was die Leute hier bei Leo machen. Ja. Mhm. Okay, ich muss mal kurz Licht anmachen, damit ich besser zu sehen bin. So. Dann gib mir mal wieder den Bildschirm frei, Detlef. Ich hoffe mal, dass der Ralf jetzt mit seinen Fragen da fertig ist an der Stelle. Dann können wir nämlich im Skript weitermachen. Und du bist ja noch, sag mal, eine Mitgründer nicht, aber du bist da bei den dicht an den Leuten dran, die einen anderen Biertoken kreiert haben, der allerdings nicht auf Steemit, auch nicht auf Hive, sondern auf dem berühmten Ethereum
residiert. Darf ich den, noch ein bisschen den, die Frei, darf die Freigabe noch mal ganz kurz haben? Die Geschichte dahinter ist halt auch sehr schön. Da ich mich, wie ich jetzt gesagt habe, mit dem Thema Bier aus dem Fun-Faktor etwas beschäftigt habe, kamen irgendwann die Leute von Biercoin Codes, der deutsche Entwicklertruppe, auf mich zu und sagte, ey, Detlef, magst du uns helfen, hier so ein bisschen Bekanntheit für das Thema Biercoin auf den Weg zu bringen? Und wir haben hier mit denen zusammen eine bierbasierte Währung auf den Weg gebracht. Stell dir das einfach so vor, du gehst hin, hast eine App, die gibt es auch im App Store mittlerweile zur Verfügung und gehst einfach hin, machst eine Flasche auf, drehst den Kronkorken um und scannst den QR-Code, der dort eingetragen ist. Und in dem Moment meinst du Biercoin-Token. Super coole Idee, habe ich den Jungs gleich gesagt. Das haben die jetzt halt weiterentwickelt und sind da momentan auf der Suche, auch mit weiteren Brauereien zusammenzuarbeiten. Es gibt die ersten, die das machen. Du kannst dann diese gemeinten Biertoken in der Brauerei gegen echtes Bier eintauschen, kannst sie in irgendeiner Art und Weise benutzen. Und für die Brauereien ist es halt auch eine Kundenbindungssystem. Und hinter dem, was hier gebaut wurde, verstecken sich mittlerweile viele weitere Applikationen, die das Thema Token, Geodaten, wie du dann hier halt auf der Map siehst, du kannst dann auch durch die Gegend gehen und irgendwo vielleicht einen Biercoin scannen, der von der Brauerei irgendwo in der Stadt irgendwo hinterlegt wurde. Und all diese Mechaniken, die hier gebaut wurden, sind jetzt dazu da, das basiert auf Ethereum, für andere Apps Verwendung zu finden. Also wenn ihr da gute Ideen habt, die Jungs um den Tobi, die das Ganze hier auf den Weg gebracht haben, sind dafür verschiedenste Ideen offen, um einfach damit mehr und andere Sachen zu machen. Ich darf dazu nicht zu viel sagen, aber wir sind an einigen Stadttoken dran, die dann in der Stadt halt eine Aktivität übernehmen, um die Leute an bestimmte Punkte zu bringen oder irgendwie Geodaten mit Scanning und Blockchain zusammenbringen. Und das Tolle, was die gebaut haben, ist, wenn du die App lädst, bist du im ersten Moment mal gar nicht in der Lage, dass du kompliziert eine Wallet erstellen musst, sondern die erstellen automatisch erstmal eine Adresse, die ist in deinem Handy gespeichert, also eine Wallet-Adresse, die du benutzen kannst, damit die Benutzerführung einfach einfacher, simpler ist. Und erst wenn du wirklich meinst, ich will mir damit diesen Wert jetzt Richtung meiner eigenen Blockchain-Wallet bringen, dann bringst du das mit einem dementsprechenden Account zusammen. Ja, bedeutet einfach, du kommst schneller als Benutzer in die Gunst, mit der App zu arbeiten, weil wir wissen alle, wenn ich mir erstmal eine Wallet-Adresse mit dem ganzen Kram erstellen muss, ist das relativ viel Aufwand. Und wir hängen erstmal 2/3 der Leute ab. Mhm. Ja, und ich denke mal, ihr seid ja in dem Thema nun nicht erst seit gestern unterwegs. Die Mechaniken, die dahinter abbildbar sind, liegen auf der Hand und damit lassen sich in den nächsten Jahren sicherlich einige tolle Dinge auf den Weg bringen. Pfiffige Kerlchens dahinter. Ich helfe denen aus meiner Rolle heraus ein wenig, um über das Produkt zu reden oder mit Brauereien in Kontakt zu kommen. Wenn einer von euch zufällig Besitzer einer Brauerei ist, dann hebt mal die Hand und meldet uns gern, weil für die Brauereien ist es auch interessant. Die wollen ja momentan ihren Umsatz steigern. Und da ist es ja oftmals eher rückläufig im Markt. Also wenn ich damit Kundenbindungssysteme habe, lassen sich ja ganz tolle Dinge auf den Weg bringen. Also da musst du mal die Verbindung bitte herstellen. Ich habe da schon eine Idee, dass ich das mal als Anwendung in meinem Blockchain-Meetup Saxony mal zeige. Da würde ich da gerne mal entsprechenden Leute mal sprechen. Gerne mit dir zusammen auch. Ja, das ist durchaus mal ein Vortrag von einer halben Stunde wert.
Ja, die haben auch schon ganz viele Preise dafür gewonnen, bei irgendwelchen Bierwettbewerben in Bayern, bei irgendwelchen Sachen. Da müssen wir den Tobi einfach fragen, da bin ich zu viel Plaudertasche und er hat die Fakten. Aber den bringe ich dir gern mit. Ja, wäre mal interessant. Ja. Und der Biercoin selber, der wird aber jetzt auf Coin Market Cap ist der nicht gelistet. Das weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand momentan ist. Der war schon mal gelistet als Biercoin, als Ethereum-Token, ERC20-Token. Ich habe da auch noch eine Menge von. Und dann kam so ein bisschen Ruhe auf, weil als wir mit dem Projekt soweit waren, hatten die Brauereien natürlich gerade mehr Probleme, als dass sie für neue Ideen offen waren. Aber lass uns drüber sprechen. Da lässt sich das eine oder andere auf den Weg bringen. Ich gebe mal wieder die Steuerung ab. Deswegen, ich finde das ja auch gut mit dem Peer-Token und dem Peer-Coin-Token. Und deswegen sprechen wir ja auch heute darüber. Genau. So, dann haben wir diese Folie auch durch. Ich glaube, die nächste. Wie definierst du DeFi, Detlef? Was ist für dich DeFi? Gute Frage. Ich mache es mal ganz simpel. Ein wichtiger Teil der Zukunft, weil ich glaube, dass wir das Bankensystem bald obsolet haben und dezentrale Finanzmöglichkeiten, jetzt erstmal allgemein gesehen, mehr und mehr übernehmen werden. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, was in China gerade an den Start geht mit den Token, denen die da aus der Hand geben, ist natürlich nicht DeFi, sondern zentral ausgegeben. Aber ich sehe, dass hier für mich ganz, ganz viel Zukunftsthemen stehen. Ja, ich würde jetzt nicht da den einen oder anderen Token in den Vordergrund heben oder irgendwas anderes. Für mich ist das einfach ein Thema, mit dem sich jeder mehr beschäftigen muss, nicht nur aus unserer Kryptogemeinde, sondern halt alle. Und ich versuche ganz gezielt auch hier meinen Kindern und anderen Menschen in meinem Umfeld all diese Dinge näher zu bringen, weil es wird hier massiv eine Veränderung passieren. Das Problem ist ja an der Stelle, das hatten wir auch schon diskutiert, woanders immer mal wieder, dass wir ja heute eigentlich auch gar nicht wissen, wie funktioniert denn unser Geldsystem heute? Ja, das ist vielen gar nicht bekannt und unbekannt. Also unser existierendes Geldsystem, ja, mit dem Zentralbankgeld und was es da so alles für Typen gibt und Giralgeld und Sicht- und Kontoeinlagen, das Geld, was bei einer Bank liegt, das gehört dir gar nicht, nur es gehört nur dir das, was dein Geld ist, was du abgehoben hast. Oder wenn du ein Zentralbankkonto hättest, hast du aber als normaler Bürger nicht. Also das heißt, hier gibt es derartig viele Bildungsdefizite, die eigentlich auch unser Bildungssystem von Haus aus ja, klären müsste. Aber da versuchen wir eben auch aufklärend zu wirken oder ich sag mal, bildend zu wirken, ohne überheblich zu sein mit dem Podcast. Aber wir merken das überall. Da gibt es sehr viel Wissensdefizite, ja, und das versuchen wir eben damit auch aufzuklären. Ich sehe viele Restriktionen bei Menschen, gerade wir Deutschen. Also ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit neuem Arbeiten. Und rat mal, was ich oftmals höre, das haben wir immer schon so gemacht, das tut's doch gar nicht, das ist doch aber nicht richtig. Ja, und wir Deutschen neigen alle dazu, eher extrem konservativ zu sein und ich habe eine Lieblingsfolie in meinen Vorträgen. Da habe ich einen ganz grimmig guckenden Typen in so einem Kaliber, also wirklich so eine Granate. Und oben drüber steht, Veränderung ist böse. Und das Ganze trifft auch hier relativ gut zu. Wenn ich mit Menschen über dieses Thema rede, dann sind die so in ihrem Weltbild, in dem Bankensystem, wie es jetzt ist, gefangen, weil sie gar nicht sich trauen,
an andere Dinge überhaupt heranzugehen oder es grundsätzlich mal in Veränderung ist böse in Frage stellen, dass das überhaupt funktioniert. Wenn aber der Nachbar die ersten 10.000 mit DeFi, Krypto oder anderen gemacht hat, dann werden die langsam wach und gucken, ey, der hat sich jetzt ein neues Auto gekauft und hat das nur aus diesem Guck, das muss ich auch machen. Und diese Veränderungsphase geht bei uns Deutschen immer sehr, sehr langsam. Und daher macht ihr hier genau das Richtige. Ihr redet drüber, ihr klärt auf, ihr nehmt den Leuten Angst und zeigt, es gibt da auch eine andere Welt. Und ich kenne das, ich mache seit Jahren Veränderungen, ich mache seit Jahren neue Technologie. Ich bin erstmal grundsätzlich der Spinner, der irgendwas mit Spracherkennung macht. Wer will denn mit der Maschine reden? Ja? Und heute, hey Siri, Alexa und wie sind nicht alle, stopp jetzt hier, Telefon aus. alle anderen Dinge ist Normalzustand. Meine Kids, die gehen hin und fragen die Maschine. Ich habe meinen Kleinen dabei erwischt, dass der faule Schlingel seine Matheaufgaben einfach mit dem Ding gegen kontrolliert hat. Ja, ja, er ist pfiffig genug, die Technologie für sich zu nutzen. Ja, und der schreibt auch nicht mehr so viel. Der diktiert der Büchse irgendetwas und hat dann den Text, um jetzt meine Spracherkennungsthemen da nochmal in den Vordergrund zu bringen. Aber das dauert zu lange. Wir Deutschen sind da einfach nicht, wie soll ich sagen, wir sind Erfinder, Dichter und Denker, aber die Dinge dann selber anzuwenden, haja, das dauert. Ja, ja. Und das ist bei DeFi das Gleiche. Okay, gut. Da bleibt die Frage, was denkst du, wer war Satoshi Nakamoto? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Aber er hat was Geiles gemacht. Aber den Biertoken hat er nicht erfunden. Nein, mir muss ja auch noch irgendwas übrig bleiben, oder? Ja. Ja, nein, die Idee und das halt auch als jemand zu machen, der da nicht namentlich und als Person in Erscheinung tritt, ist ja auch in der Welt ganz gut. Wir sehen das, ich finde, er hat was Gutes für die Menschheit getan. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem, was der Linus Torvald gemacht hat, damals, als er den Linux-Kernel freigegeben hat. Der hat auch gesagt, das gehört nicht eingesperrt einer Company, sondern das gehört als Open Source der Menschheit. Und dieses Umdenken findet an vielen Stellen einfach noch nicht statt, weil viele Leute sich an dem momentanen Bankensystem einfach reich gestoßen haben. Und die wollen natürlich nicht loslassen. Das wird irgendwann knallen. Da wird Regulierung noch durchfahren wollen. Tja, das, wie das aussieht, kann man das regulieren? Wir hatten gestern in unserem Meetup diese Frage auch wieder gestellt, ne? Und das waren nicht irgendwelche Leute, die uns da geantwortet haben, sondern wirklich Vordenker, die unter anderem an der Ethereum-Blockchain mit dabei waren, also die es gemacht haben. Und die sind der Meinung, Bitcoin und oder DeFi wird sich nicht mehr regulieren lassen. Das hoffe ich auch. Tja. Dann würde ich sagen, lassen wir die Büchse der Pandora offen und machen sie auch nicht zu und schließen an dieser Stelle unseren Podcast. Detlef, war wie immer interessant. Wieder Einblicke in Hive, den Nachfolger von Steemit oder den freien Nachfolger von Steemit heute kennenzulernen. Lass uns dann nochmal im Nachgang bezüglich des Tutorials reden. Schick uns bitte mal die Links, dass wir die auch neben dem Video oder neben den Ankündigungssachen mit veröffentlichen können. Also von PeakD und was war es noch? Ich schicke euch gleich mal ein paar Links. Und genau. Das Schöne ist, wenn du, Ralf, da ein bisschen Schützenhilfe brauchst oder Thor, da ich jetzt einige Jahre dabei bin, kann ich ruckzuck neue Konten erstellen und euch dabei helfen, weil oftmals dauert das schon mal noch ein bisschen länger oder kann das auf meine Kosten erstellen, weil auch ein Konto erstellen kostet ein paar Hive und da helfe ich gerne. Also gebt mir einfach Rückmeldung, wenn ihr irgendwas braucht. Ja, ich habe noch genug Konten damals erstellt und das war... Hast du die Schlüssel?
Ja, natürlich habe ich die Schlüssel. Bin Dann ist alles gut. lange genug in Krypto, dass ich die Schlüssel habe. War eine mühevolle Arbeit. Aber was wir natürlich gerne nehmen, ist, wir nehmen auch gerne Getränke. Ja. Ja, Aber ich habe ja verstanden, wenn man, selbst wenn man mitmachen will beim Biertoken, man muss ja erstmal einen Kasten nehmen, damit man Bier machen, mitmachen darf. Staken. Bloß wenn die alle sind, verliere ich dann auch das Recht mitzumachen. nein, die gehen ja nicht weg. Das ist der größte Denkfehler, den leider viele haben. Wenn du einen Kasten gestaked hast, weil du dir den gekauft hast, bleibt dein Kasten da. Ganz im Gegenteil. Da du das, den Kasten gestaked hast, kriegt er jeden Tag, wenn der Proof-of-Stake-Algorithmus durchläuft, ein bisschen mehr. Und der Bierbefehl, den du ausgibst mit Ausrufezeichen Bier, der schenkt demjenigen, dem du meinst, dass er dieses Bier wert ist, ein wenig Bier. Und das gebe ich aus. Das heißt, Ralf, wir können einen Schenkungskreis machen. Du tust Dann dir kriegt er von mir auf die Finger. einen Ja, haben wir alle schon gehabt. Also diese Story rund um das Bier ist super. Was da alles passiert ist, natürlich hat sich einer einen Bot geschrieben und hat dann alle 2 Minuten einmal den Befehl aufgerufen und hat ein paar tausend Bier abgezogen, ja. Aber da zeigt sich dann die Community. Ich habe ein paar Leute angesprochen, die kannten den dann, die haben den dann mal nicht an die Kandare, aber ins Gespräch genommen und irgendwann kamen die Token zurück. Ja, weil ist Community-Projekt, soll Spaß machen. Aber wenn ihr das macht, ich kenne da jemanden, der sponsert euch mal eine Kiste. Gut. Ich finde es auch gut. Ich meine, du hast ja auch durch dieses Probieren mit dem Biertoken einiges bezüglich der Token Economics und so weiter, Tokenökonomie gelernt. Und das ist im Prinzip ein Token, eigentlich ein Spaßtoken, Ja. wie du schon sagtest. Ja, Aber aber er hat trotzdem Wert. Und die Leute, ich habe Leute, die haben 10, 20.000 davon gestaked. wie sagte Rudi Carrell damals am laufenden Band, Spaß muss sein oder irgendwie so, oder wer war Ja, das? genau. Ja. Ja, also mir hat es auch an der Stelle großes Dank an euch Spaß gemacht. Ich hatte keine Ahnung, ganz ehrlich, auf was ich mich in der Gesprächsrunde einlasse, aber das mache ich gerne wieder. Gut. Okay. Also vielleicht noch für die anderen Zuhörer und Zuschauer, ihr könnt, wenn ihr noch nicht seid, in unseren Telegram-Kanal kommen, Defi unterstrich jetzt auf Telegram. Oder die Sachen sind auch verlinkt auf der Homepage und da steht es unten links, defi.jetzt. Und ansonsten wünschen wir dann allen Zuhörern ein nettes Prost. Da schließe ich mich an, leider schon wieder leer. Danke, Ralf, danke, Thor und bis bald. Wir danken auch. Bis bald.